Ja, dass ich jetzt hier diese, wirklich diese scheiß Leiter anfassen kann und verschieben kann, das ist mir jetzt im Traum nicht gekommen, die Idee. Hab ich nicht kommen sehen. So, Benny wird wahrscheinlich in der Postproduktion die ganze Zeit so da sitzen, so. Jetzt fass doch die scheiß Leiter an und verzieh die! Das kenn ich doch. Seht ihr euch schon den vorwurfsvollen Blick? So. Okay. Jetzt ist auch das Thema eigentlich vorbei mit dem scheiß Telefon. Falsch verbunden, Mann! Ah, jetzt kann ich mal vorwärts hoch. Der Dachboden. Hier, wo Vater nie hoch wollte. Du bist nicht mein Sohn. Du bist eine Schande für diese Familie. Perversen treibt unsere Nation in den Untergang. Vater nicht. Es ist doch nichts gewesen. Es wird Krieg geben. Und ihr werdet verrecken. Seht euch doch an. Ihr seid keine Männer. Ah, Vati hat natürlich immer die... Ja, genau. Vati hat natürlich immer die passenden Worte für uns, um uns zu motivieren. Enzyklopädie, die Enzyklopädie-Seite. Okay, Kuckucksvögel brüten nicht selbst, sondern legen ihre Eier meist einzeln in die Nester anderer Vögel. Aus welchen sie dabei ein Ei entfernen, welches öfter verschlungen wird. Die Erziehung eines Kuckucks hat regelmäßig bei denjenigen Arten, welche ihre Eier in den Nestern kleinerer Vögel legen, immer die Vernichtung der rechtmäßigen Brut zur Folge. Der junge Kuckuck wächst schnell auf, bedarf vieler Nahrung, entzieht dieser der rechtmäßigen Brut, welche er schließlich aus dem Nest herauswirft, wird aber trotzdem von den Pflegeeltern mit der größten Aufopferung ernährt. Das ist schon ein Arschlochvogel eigentlich, kann man sagen. Das muss man so zu sagen. So, hier kriechen wir mal drunter durch. Oh, hier haben wir noch eine Lampe. So, Brandschutz technisch sehr grenzwertig, was wir hier tun, aber komm, was soll's. So, dann müssen wir wahrscheinlich hin. Hier haben wir nochmal einen kleinen Schrank, der verschoben werden muss. So, warte mal, darf ich mal hier kurz und dann einmal eine hier rüber. Dankeschön. So, bücken. Oh, Dachboden. Ich geh mal kurz hoch. Ich sehe eine Leiter, ich benutze eine Leiter. Da bin ich ein ganz... I'm a simple man. Okay, hier ist anscheinend mein Schlafdomizil gewesen. Ist Johannes eventuell homosexuell gewesen? Und deswegen ist der Vater so ausgerastet mit ihr Perversen und ihr Schweine? Das steht alles noch hier wie damals. Vor 15 Jahren. Vor 5 Jahren. Postkarte von Christian. Johannes, der Krieg soll vorüber sein, bevor die ersten Blätter fallen. Ein Fest wird das. Schön gelesen, ein Fest wird das. Die anderen aus dem Café sagten, du hast dich auch verpflichtet. Wunderbar. Von zu Hause ausziehen kannst du auch noch nach dem Sieg. Wir sehen uns als Kameraden für das Vaterland. Dein Vater hat schon recht. Es waren doch nur Kindereien zwischen uns auf dem Dachboden, oder? Unterwegs Richtung Westen, 20. August 1914. Christian, okay, alles klar. Ich glaube, das waren nicht nur Kindereien, sondern du hast die beiden erwischt, wo sie fertigstellen konnte. Okay, sag ihm doch, dass nichts gewesen ist, Johannes. Christian. Du weißt gar nicht, wer ich bin. Nein, das war nur recht, dass Paul gesagt hat, was ihr hier oben treibt. Wie verruchtes Weißvolk seht ihr aus. Ihr macht mich krank. Raus. Raus aus meinem Haus. Ja, okay, alles klar. Also, es ist jetzt die Frage, ne? Also, entweder hat der Christian jetzt hier oben gemalt nur irgendwie, oder es ist halt wirklich mehr passiert. Auf jeden Fall hat uns Paul verpfiffen. Ne? Oder hat unserem Vater gesagt, ey... Da oben geht das ab wie Sau. So, und kann auch nicht mehr runter. Ich bin jetzt hier auf ewig verflucht mit Christians Gemälde hier oben zu bleiben. Schön. So, ich würde gerne, wenn's... Hallo? Leiter? Nee? Darf nicht? Soll nicht? Noch ein bisschen Musik auflegen. Was ist denn los? Warum kann ich jetzt hier nicht runter? Was ist denn für eine Scheiße? Hallo.
Spiel ist ein bisschen bockig. Kann ich hier rüberspringen? Ich springe rüber. Nee, kann ich nicht. Ja, was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße? Achso, ich kann jetzt einfach... okay. Vorhang ist quasi nicht existent, da... Leiter ist auch überbewertet. Dann einfach so... einfach rausglipschen. Okay. Ja, ernster Thema, Freunde, ernster Thema. Gerade zu der Zeit ja nur ein absolutes No-Go. Okay, denkt Mutter jetzt, dass wir ja nicht Johannes sind, sondern Kuckuckskind, was quasi ihren richtigen Johannes ersetzt hat? Okay. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Der Johannes zu mir heimgekehrt. Es ist ein Kuckuck, der sich hier in das Nest setzt. Ja, ein Kuckuck. Als Vater. Ja. Vielleicht ist er es. Er will nicht tot bleiben. Er ist noch nicht fertig mit mir. Ja, ist durch die Bank wirklich eine sehr sympathische Familie, muss ich sagen. Oh Gott. Uns hat jetzt Vogel Voyern hier. Ach du Scheiße. Okay, wir schauen uns mal kurz um. Ich traue mich eigentlich, das Bild hier anzugucken. Gucken wir erstmal kurz hier vorne, was hier zu finden ist. Auch wir brauchen alle, wa? Nee, demoliert. Die sehen noch eins neu aus. Och. War das auch gerade schon hier? Stand die schon gerade da? So, hier ist noch schön Farbe und dann wird's lebensbejahender. Ach du Scheiße. Und weg ist er. Da, freut mich aber. Schön. Aber toll. Wunderbar. So, du fliehst endlich aus dem Albtraum zu erwachen. Nur hier, das hier ist nur ein Albtraum. Du willst nicht wissen, was hinter der Tür ist. Beim Geruch der Farbe wird dir übel. Die Farbe ist noch frisch, aber es kann nicht sein. Etwas anderes hier auf dem Dachboden. Oh nee. Oh nee, Alter, oh nee. Nee! Mann, Alter! Arschlappen! So, geht's hier durch. Auf geht's, fieser Wicht! Grüß dich, du kommst gerade zur schlimmsten Szene. Lobig. Okay, fliegende Ratte. Taube. Igitt. Das Lazarett. Oh. Ekelhaft. So, drücke über die Taste. Ja, die ist nicht weit geflogen. Ach, ey, die haben wir auf der Decke angepinnt, oder was? Wäre natürlich echt krass, wenn das, was die Mutter befürchtet, wirklich wahr ist, dass wirklich ja nicht Johannes zurückgekommen ist, sondern wirklich so ein Wechselbalg irgendwie. Das wäre heftig. So, das ist aber ein schönes Lazarett hier. Wunderbar und auch wichtig, dass hier drin Stacheldraht ist. Im Lazarett. Ach, leck mich doch, Alter. So, warum haben wir die Axt noch? Ja, haben wir noch. Wunderbar. Und wie gesagt... Johannes hat heute ein bisschen extra Ovomatin auf der Stuhle gehabt, deswegen kann er sich ordentlich durchprügeln. So, was sollen wir hier? Nichts. Was? Okay, das, gut. Oh, die Sounds, Alter, die Sounds.
Oh, ey, du bist hier komplett mit Toten. In einem Stollen. Das kann doch nicht gesund sein. Das scheiß Telefon verfolgt uns. Das Telefon verfolgt uns. Oh. So. Eisenbart, Wundsichtung. An die Schwesternschaft. Die Reaktion einiger Gefallener auf die morgendliche Wundsichtung ist ein großes Ärgernis. Der medizinische Wiederherstellungsprozess ist Teil des Kriegsdienstes. Dieser Charme ist eine Kinderei, die dem Patienten auszutreiben ist. Gezeichnet Dr. Eisenbart. Bist du das da im Flugzeug, Paul? Du willst ja hoch hinaus. Guck mal. Ich bin der Vogel. Ich flieg mit dir. Dann fliegen wir zusammen, wohin wir wollen. Na, wir haben noch einen Piloten gerettet. War das Paul? War das Paul? Eisenbart. Erbärmlich. Der Zustand aller 27 eingelieferten Körper kann nur als erbärmlich bezeichnet werden. Nur einer der Soldaten ist noch am Leben. Ein schändlicher Anblick. Auch er. Meine Heilanstalt wird durch die Korrektur der körperlichen und inneren Haltung des Kriegstauglichkeit bei allen geeigneten Patienten wiederherstellen. Was? Meine Heilanstalt wird durch die Korrektur der körperlichen und inneren Haltung die Kriegstauglichkeit bei allen geeigneten Patienten wiederherstellen. So rum, alles klar. Gezeichnet Dr. Eisenbart. So, kann ich möchte leider. Gut, okay. Kerze kann man nicht anmachen, dann gehen wir mal weiter. Yay. Sind wir in einer Nervenheilanstalt? Alter. Oh nee. Oh nee, Alter. Ich habe hier keine Lampe, kein Nichts. Warte mal, wo ist denn hier mein Fusselmagnet hier, Alter? Ich hab doch hier die Magnetlampe. Wie war das? Wie funktioniert die nochmal? Wie war das? Mach hier an. Rechte Maustaste. Ah, schön. Alles klar. Viel, viel schöner. Viel, viel schöner. Das sieht doch toll hier aus. Wunderbar. Freut mich. Ich schwöre euch, ich werde heute von diesem Telefon träumen. Okay, der hat Waschsaal oder irgendwas. So, hier vorne ist das Telefon. Drei Kameraden. Kaspar Hafner, Rudolf Lohmann, Horst Weber. Drei Verräter vor dem Herrn. Kaspar, Rudolf und Horst. Schlüssel. Oberschwester, weisen Sie den 27 Patienten Schließfächer entsprechend Ihrer Patientennummer zu. Dieser Zahl haben sich die Patienten zu merken, sobald sie bei Bewusstsein sind. Die Patientenakten müssen unbedingt unter Verschluss gehalten werden. Die Akten dürfen nicht noch einmal in die Hände der Patienten gelangen. Teilen Sie außerdem Soldaten, deren geistige Tüchtigkeit weitestgehend wiederhergestellt ist, einfache Tätigkeiten innerhalb der Klinik zu. Die für diese Aufgabe benötigten Schlüssel sind dem Patienten auszuhändigen. Die Soldaten selbst tragen die Verantwortung für den Schlüssel. So. Drei Kameraden. Kaspar Hafner. Rudolf Lohmann. Horst Weber. Drei Verräter vor dem Herrn. So, irgendwas sagt mir, wenn jetzt hier irgendwelche Nummern gleich hier zu merken sind, irgendwie bin ich mit meinem Heft ein bisschen besser beraten, wo ich es aufschreiben kann. So, also, das war eben mal Kaspar, Horst und wer war der andere? Drei Kameraden. Rudolf. Rudolf.
Na dann, schauen wir doch mal irgendwie, wo die ihre Spinte haben oder ich schweige denn ihre Schlüssel für die Spinte. Kein Strom, du fragst dich, ob du den Kabeln folgen solltest. Nö, denke ich nicht, dass ich das tun sollte. Tür geht nur mit Strom auf, ne? Dann weißt du naja Bescheid. So, mach ich auch immer, wenn kurzzeitig schon 80 Jahre du ist. Man kann sich auch keine Scheiße, also ich kann mir nicht mehr wirklich viel merken. Also das klingt so ein bisschen albern, klar kann man sich ein bisschen was merken, ne? Aber wenn ich das hier heißt, hier merkt ihr mal die 8 fünfstelligen Ziffern. Da habe ich zu viel Shorts geguckt für. Zu viel TikTok. Ach nee, Alter, okay, ich muss doch in die richtig dunkle Ecke. Wunderbar, da freue ich mich. Yay. Der Wartungsraum. Schön, das hört sich doch vertrauenserweckend an. Der ist zugeschlossen. Der ist zugeschlossen. Haben wir überhaupt irgendwelche Art Schlüssel oder irgendwas jetzt schon? Wir haben noch keinen Schlüssel nicht gefunden, wa? Können wir ganz kurz nochmal schauen, ob da irgendwo... Ah, warte mal, vielleicht bei den Toten. Vielleicht bei den Toten sind die Schlüssel zu finden. Hier stelle ich jetzt noch, dann wird es schwer. Ja, absolut. So, gucken wir mal, ob wir hier eventuell irgendwo Schlüssel finden. Ich weiß aber auch nicht, wer die sind. Alles namenlose Tote. Wir haben ja auch keine Fußkette unten dran. Also ist natürlich auch wahrscheinlich nicht so von Erfolg gekrönt, jetzt hier was zu finden, denke ich. Nee. So, hier können wir uns durchprügeln. Die Brutenbaler läuft noch, wunderbar. Ja, dann kann ich jetzt bloß noch tatsächlich zu dem Schreibtisch zurücklaufen. In der Hoffnung, dass da noch irgendwo was liegt. So, hier lag hier glaube ich auch nichts. Warte, nein. Nix. Tja, dann kann es ja bloß noch oben sein. Aber schon, das Setting ist schon echt unheimlich, muss ich mal so sagen. Das ist schon... Oh, hat schon seine Wirkung auf mich. Keine Ahnung, was das dastehen soll. So, warte mal hier, weil... Ach, geht mal, hier muss ich mir auch noch umschauen hier. Oh Gott. Ach, hier sind die Spinte, ne? 10. Okay, hier ist ein Code. Vierstellig. Kenne ich noch nicht. Die 10, die 11 hat einen Code. Naja, klar. Rudolf, Kaspar und Hermann, ne? Die Sanitäranlagen. Ach, sind die schöne Waschtrommel. Ach du. Okay, alles klar. Ach du Scheiße. Alter, pass auf, die Lampe macht man aber auch fertig, ey. Also. Bei Benny hat die länger erhalten. Die olle Magnetlampe. Zugeschlossen. Ja, das war alles schön und gut, dass ich jetzt ungefähr weiß, wer den Schlüssel haben könnte. Oh, verdammt, Alter. Bericht der Oberschwester. Herr Dr. Eisenbart. Um die Angelegenheit mit Schwester Emma habe ich mich gekümmert. Patient 27 ist mir zur Hand gegangen. Assistenzarzt Laue ist gestern aufgewacht.
Er ist ein starker junger Mann. Er schon nach weiteren Prothesen gefragt. Wahrscheinlich hat er. Okay, hier findet man nichts. Oh, Mann. Kleiner Schlüssel mit einer eingravierten Zahl. Das ist die 28. Okay, wir haben die 28 gefunden. Das ist wahrscheinlich das Sekretariat. Die Akten scheinen zu fehlen. Ach, scheiße. So, aber hier haben wir Kasper. Sind wir auch. Ist der krasse. Es fehlen alle Akten, ey. Das darf ja nicht wahr sein. Horste. Von Horst haben wir aber. Wurde von der Oberschwester angewiesen, den Boden im Wartungsraum zu fegen. Bin dankbar für den Einsatz. Meine neuen Beine schmerzen stolz. Das Dröhnen der Maschine erinnert mich an das Geschütz, das mich von der Front weggerissen hat. Kameraden, auch alle hier. Gefallen und wieder aufgestandene, wie ich. Hoffe auf gemeinsame Feuertaufe. PS. Verwahre Schlüssel vom Wartungsraum in meinem Spind mit der Nummer 82. Die Kombination sind meine beiden besten Kameraden. Bringt mir natürlich nichts zu wissen, wer seine besten Kameraden sind, wenn da keine Nummer hinterlegt ist, wie zum Beispiel bei Kasper. Achso, 07. Also, Kasper ist 07. Horste? Horste? Horste hatten wir gerade. Dann ist noch Rudolf. Wie viel haben wir? Einen Rudolf oder zwei Rudolfs hier? Ich mach's mal kurz so. Horst ist Patient Nummer 27. Das wird jetzt zwar wahrscheinlich nicht mehr relevant sein, die Nummer, aber wer weiß. Und Rudolf Lohmann ist Patient Nummer 15. Also wäre es denn 0715 oder 1507? Probieren wir's mal. Soundkulisse ist wirklich. Soundkulisse und Grafik sind in diesem Spiel wirklich echt großartig, muss ich wirklich sagen. Also. Ist schon. Echt richtig gut. So, 82. Wo haben wir die 82? Hier ist die 82. So, dann probieren wir es mal. Also 07. Hoppala. Jawohl, das war die Nummer. Und wir haben einen Wartungsraumschlüssel. Sehr schön. Und ein paar tolle Schuhe. So, Sanitäranlage. Wartungsraum ist hier. Was? Wo war denn jetzt der Wartungsraum? Ich dachte, der war hier. Scheiße. Wo ist denn jetzt der Wartungsraum? Wir haben auch keine Map, wa? Nee. Ich bin jetzt beseiert oder was? Kann ich machen? Nee, kann ich nicht. So, hier ist zu. Na gut, dann suchen wir mal den Wartungsraum. Aber mir ist so, als hätte ich schon mal Wartungsraum irgendwo als Türklappe gesehen. Oder täusche ich mich? Notiz einer Schwester. Notiz an mich selbst. Vergiss nicht, die Patientenakten im Verwaltungsbüro wegzuschließen. Dr. Eisenbart war unheimlich wütend auf Schwester Emma, als sie es das letzte Mal vergessen hat. Vielleicht hätte ich sie nicht melden sollen. Oh. Blöde Schluppe. Nachdem er sie zu sich zitiert hatte, ist Emma nicht mehr zum Dienst erschienen. Wahrscheinlich traut sie sich nicht, dem Herrn Doktor unter die Augen zu treten. Darauf erstmal ein Stück Käse. Käse alles zu.
Na gut, dann lass uns mal kurz den Wartungsraum suchen. So, hier vorne ging es doch irgendwie irgendwo dahin, ne? Hier ist der Wartungsraum. Da, wo die schönen Geräusche herkamen. Scheiße. Warte, Alter, was sind denn das für... Was sind denn das für Geräusche hier? Was rennt denn hier rum? Wir kicken erstmal auf der Innenseite. Ich weiß, da ist ein Bolzenschneider wahrscheinlich für uns. Okay, gut. Wir holen uns den Bolzenschneider. Aber nicht, dass es jetzt irgendwas triggert. Nicht doch. Okay, hängt fest, komm nicht ran. Oh Mann, ey, das gibt ja vertrauensvolle Geräusche da drüben, ey. Wunderbar, folgt mich richtig schon. Das wird toll. Das wird richtig, richtig schau. Oh, Gas. Okay. Moment. Wie war Gasmaske jetzt aufsetzen? G. So, auf die Slipknot-Maske und ab auf die Stage. So, ist da noch so ein Puppenarm hier. Wer hat denn so eine beschissene Handprothese? Oh. Oh! Okay. Er hat von alleine die Maske abgenommen, Alter. Wieso denn? Oh, fuck. Oh, oh nein. Oh nein, nein, nein. Was ist nur los? Oh, Prothesen-Peter, Alter. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. So, setz mal Maske wieder auf. Gehen zurück. Hab ich noch was zu holen? Nee. Nee. Okay, das heißt also, dass die hintere Tür offen ist. Was total scheiße ist, weil der jetzt frei ist. So, okay. Suche den Ausgang. Nee, bleib mal lieber unten. Ach komm. Heißt das jetzt, dass der die ganze Zeit... Na, der läuft jetzt über... Oh, okay. Okay. So, damit werde ich wahrscheinlich rauskommen. Hoffentlich. Ja. Echt? Jetzt muss ich jedes einzelne Ding durchschneiden? Der sich nicht bewegt. Okay, dann kommen wir komplett durch. Ja, 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 ja. Die Frage ist jetzt natürlich irgendwie, ich habe jetzt nicht. Ich habe zwar den. Okay, mit dem Bolzenschneider könnte ich durchkommen. Die Frage ist, ob da hinten jetzt noch irgendwas ist, was ich bräuchte.
Was sagt ihr, Chat? Was denkt ihr? Soll ich da hinten hin? Ja, Pinda, warum immer? Warum wundert mich das nicht, dass das von dir kommt, Blackboard? Kneipe, wa? Kneipe. Okay. Yay. Fuck. Mit viel Glück ist er vielleicht blind. Oh, aber klingt nach einer mega fetten Nebenhöhlenvereiterung. Ja, der Tod ist nebenan, aber komm, wir lesen erstmal. Gestern Nacht habe ich Michalski und ein paar andere gehört. Seltsame Schreie. Ich glaube, sie haben abgezählt. Sind marschiert. Seltsame, klappernde Geräusche waren das. Habe ich das alles nur geträumt? Horst Weber wahrscheinlich.